Hier ist ein großer Sack nochmal mit und Äpfeln. Ach, schön. Und es wird hier gespeichert und ich wollte da gar nicht rein. Und da mal gar nichts. Okay. So, dann gehen wir wieder raus. Nicht wahr? Und vorne sollte immer noch der Gaul warten auf unser Eintreffen. Ja. Gaul? Ach ja, da müsste ja oben überhalb dieses Dingens hier stehen, weil ich nicht wollte, dass er vielleicht eventuell von jemandem umgekachelt wird. Umgekachelt werden? Ach ja, da vorne ist Gaul. Hey Gaul, lass dich von mir besteigen. Hui. So, aber das Ding ist schon ganz fest drauf. Also der olle, alte, Zossen. Und da vorne sehe ich Mammuts. Mammut, dat Mut. So, und ich glaube, ich sollte jetzt mal in die Richtung latschen, wo man am hinten, wo man hinten schon den Dingens sieht. Ich reite mal kurz hin. Das interessiert mich jetzt auch mal gerade, was das ist. Mammuts und da hinten ist ein Riese. Okay, damit lege ich mich erstmal noch nicht an. Hier sind sogar mehrere Riesen gleich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh Gott. Was ist das da vorne? Tut mir leid, da muss ich vorher nochmal hinreiten. Nicht, dass man mich fälschlicherweise das, keine Ahnung, wie da, wie sagt man dazu? Nicht Strielzäbigkeit? Ach, ihr wisst schon. Zielstrebigkeit übrigens. Oh, oh. Lagerstille Monde. Ja. Schön, dass wir es entdeckt haben. Schön, dass da so viele Gegner sind. Und schön, dass wir einen Gaul haben, der reiten kann bis zum Abwinken. Gut, ich glaube, da legen wir uns erstmal noch nicht mit an. Weil das war mir gerade zu viel und da waren Magier dabei, wie ich auch gerade schon so toll bemerkt habe. Boah, hier sind ja überall nur irgendwelche Lager. Meine Güte, wollen die mich veräppeln? Das kann ja nicht wahr sein. So. Gut, und da vorne ist wieder dieses komische Dingensens mit dem einen Pferd. Was ist mal da hinten? Was ist das? Da legt sich gerade ein Mammut mit einigen Wölfen an. Oder mit Säbelzahntigern oder was auch immer das ist. Oh, das Mammut war ja mal ganz fix drauf. Ja, hat einfach mal die beiden Säbelzahntiger umgeschnetzelt. Hallo Säbelzahntiger. Ach, verdammt. Blöder Gaul. Das muss mir aber nicht im Weg drum stehen. So. Säbelzahntiger Auge. Säbelzahntiger Pelz. Habe ich übrigens sehr richtig bemerkt, dass es Säbelzahntiger sind. Wo ist der andere? Oh. Oh, oh, oh. Wow. Wo ist... will er sich mit uns anlegen? Du willst dich doch nicht wirklich mit uns anlegen. Hoffe ich doch. Ja, anscheinend schon. Gut, dann lassen wir den mal in Ruhe, weil der hat gerade eben mal zwei Säbelzahntiger einfach weggeschnetzelt mit Anlauf. Und zwar nicht nur, keine Ahnung, mit Problemen, sondern schon relativ unbedarft. Und deswegen denke ich nicht, dass wir schon so früh uns mit dem streiten sollten. So, und wo geht's noch so lang? Hier hinten. Was ist mal da? Da steht irgendjemand auf dem Weg rum. Eine Person. Nichtkeit. Okay, und da sind noch mehr Viechkrams. Und da ist das olle Gatter mit den... Weizenkrams und so. Hof der Kampfgeborenen, genau so hieß das Ding. Und da drüben ist noch ein Wächter, der Dingensens von Weißlauf. Und was immer noch so, hier ist noch eine olle Anstalt. Und da vorne ist Weizen nachgewachsen. Kann man übrigens springen? Ja, kann man. Hey, super. Ich liebe Pferde. So. Dann springen wir darüber. Hui. Oder auch nicht. Er kann mal ganz toll springen. Obwohl jetzt nicht unbedingt so auf Kommando, muss man ja zugeben.
So, ich weiß nicht, kann man das Ding jetzt hier anbinden? Also das Pferd, nicht das Ding, also das Pferd. Oder wie ist das? Muss man das jetzt hier, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Stelle vom Weißlauf. Kann ich das jetzt hier hinstellen und anschnallen? Nee, es verschwindet jetzt einfach. Cool. Ich steige einfach mal ab, glaube ich. So, das sollte ja jetzt hier bleiben und wird sich dann sicher total freuen, dass wir es hier zurücklassen. So, ich gehe nochmal kurz nach Weißlauf. Und zwar renne ich dafür, weil da vorne waren Sachen. Da sind Bergblumen. Oh, schön. Und wir werden wieder gespeichert. Toll. Ja. Wir sollten jetzt erstmal nochmal zu Jarl Dingens Bargruf oder wie der Typ hieß. Und ihm dann unsere Quest irgendwie noch abschließen, die irgendwie noch nicht abgeschlossen ist. Irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht wieso. Und dann müssen wir auch zu Varkas. Naja. Alles mal durchmachen. Öffnen Weißlauf. Und wir sind beinahe Stufe 6, das freut mich natürlich. Im Tieflandbezirk von Weißlauf befinden sich die Geschäfte der Stadt und der Markt, wohingegen der Windbezirk vor allem ein Wohngebiet ist. Der Palast des Jarl, die Drachenfeste, bestimmt den Wolkenbezirk. Ach toll. Und da wieder das tolle Gedicht, das ich sowieso nicht so schnell zu Ende lesen kann, wie es da ist. So. Wir sollen noch mit Aventus Avenici sprechen. Wo ist der Typ denn? Was ist eigentlich das hier für ein Teil? Dachte, das ist der trunkene Jägersmann. Okay. Da wollen wir ja nicht hin. Und das ist ein Hintereingang zum trunkenen Jägersmann. Und da wollen wir sicher auch nicht hin. Ja, ja, ja. Hui. Hier ist ja, hier geht ja ganz schön was ab. So. Ja, ist klar. Also ich gehe jetzt erstmal nochmal zum Jarl hoch und dann gehe ich nochmal zum, ich verstehe immer, wie das Ding da drüben heißt. Also zu diesem Teil da drüben gehe ich nochmal rüber. Das sieht irgendwie aus wie ein Boot, das verkehrt herum auf dem Boden liegt. Also da gehe ich dann nochmal hin. Ja, toll, wie du deinen Namen laut für dich hinschreist. So, also wie gesagt, jetzt nochmal zum Jarl. Und mal gucken, was der noch von uns will. Denn da fehlt irgendwie noch was. Wir haben ihm doch schon alles berichtet. Ich weiß gar nicht, was er noch will. Meine Güte. So, dann hüpfen wir mal hin. So. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Ja, allerdings. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tarne von Weißlauf. Oh. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Das ist ja geil. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dient. Aha. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass sie zum gemeinen Pöbel gehört. Okay, ja, das ist schön. Es ist uns eine Ehre, euch als Tarne unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Okay. Also dann, zurück zur Tagesordnung, Proventus. Okay, was ist ein Tarne? Und was ist ein, Dingens, ein Huskarl? Ein Karl. Und ich möchte mal gucken. In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser verfluchte Konflikt jeden leidenschaftslos zurücklassen. Ja, ja, ja. Ich persönlich ziehe ja meine Bücher und Zaubersprüche vor. Ja, toll. Ich würde mal fragen, was du zu verkaufen hast. Werft einen Blick darauf. Ja, mach ich gleich. Bekleidung erst einmal. Novizenruhe der Beschwörung, Novizenruhe der Wiederherstellung und das sind Preise, das kann man sowieso nicht leisten. Silberner Granatring, okay. Tunika mit Gürtel, auch nett. Schriftrollen brauchen wir alle nicht. Bücher, das ist interessant. Zaubertruppe, verschworene Streitaxt. Erschaffe für 120 Sekunden eine magische Streitaxt. Wird beim Wegstecken gebannt. Zauberbuch, beschworenes Schwert, okay. Gut, beständiger Schutz ist was? 60 Sekunden und absorbiert bis zu 60 Schadenspunkte durch Zauber oder Effekte. Mhm. Zum Schützen wäre es echt nicht schlecht. Ein Blitz der Gesundheit, 25 und magische halb so viel Punkte Blitzschaden zufügt. Hui! Meine Güte, Blitzrune, Eichenhaut, Eisstachel, ein Eisstachel der 25 Punkte, oh, das ist genau das gleiche. Und Feueratronachen, beschwören, beschwört einen Feueratronachen für 60 Sekunden an der Stelle, auf die der Zaubernde zeigt. Und Feuerblitz. Den können wir gebrauchen, 31 Schadenspunkte und brennende Ziele erleiden zusätzlichen Schaden.
Ansonsten, Flammen haben wir ja schon, also kennen wir ja alles schon. Funken, Furcht, heilende, bla bla bla. Da kann man sich ja dumm und dusselig kaufen. Seelenfalle, was ist das? Stirbt das Ziel innerhalb von 60 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Aha. Okay, dann gut. Ich denke, dann nehmen wir uns einfach mal den Feuerblitz. Hört sich irgendwie an wie bei Harry Potter, das Ding. Dieser Besen. Ja, nehmen wir den einfach mal. Und verkaufen ihm dann direkt ein paar Bekleidungsstücke, die wir nicht brauchen. Zum Beispiel die Novizenkapuze für 98. Ja. Und die Novizenrobe für 49. Und Beschwörungszauber. Das ist Schwachsinn. Und Veränderungszauber. Weg damit. Und den Rest brauchen wir alles noch. Gut, haben wir wieder 1374 Gold. Und das ist auch genug so. Dann, was haben wir noch? Schriftrollen, Rolle des Feuerballs. Die werden wir sowieso nicht einsetzen, aber ich behalte die trotzdem mal. Bücher. Arvids Tagebuch. Brief eines Freundes. Das Buch vom Drachenblut. Oh, das hat ja richtig schön Skyrim-Dingensens vorne drauf. Das finde ich ja toll. Und Schatzkarte 4, was auch immer das sein soll. Zauberbuch, Feuerblitz, Zauberbuch, Funken. Zauberbuch, Funken könnten wir ihm eigentlich verkaufen, deswegen das brauchen wir sowieso nicht. Also weg damit. Gut. Dann haben wir noch Waffen, Stab der Funken, einen Blitz der Gesundheit und Magiker 8 Punkte Blitzschaden pro Sekunde zufügt. Ist nicht sehr knallerig, also weg damit. Und Stab der Raserei. Kreaturen und Personen bis zu Stufe 4 greifen 60 Sekunden lang jeden ihrer Nähe an. Ja, aber dann greifen die auch mich an und deswegen auch weg damit. Und Stab des Frostbisses. Ein Kältestoß der Gesundheit und Ausdauer 8 Schadenspunkte pro Sekunde zufügt. Brauchen wir nicht. Was? Ach ja. Gut. Dann hat er jetzt kein Geld mehr. Das finde ich natürlich sehr geil. Dann gucken wir mal kurz bei Büchern, ob wir ihm noch irgendwas abkaufen können. Heilende Hände, Heilung, Heldenmut, Hellsehen, Kerzenschein, Zauberbuch, Lautlosigkeit, Leichnam, bla bla blub und blubliblub. Seelenfalle, Steinhaut. Steigert den Rüstungswert des Zaubernden 60 Sekunden lang um 60 Punkte. Finde ich cool. Aber ich kenne da noch ein anderes. Ich glaube, das war wesentlich billiger. Eichenhaut. 137 war wesentlich billiger. Und steigert um 40 Punkte. Ich glaube, das ist besser. Deswegen, weil das zieht dann wahrscheinlich auch weniger Magiker. Ja, nehmen wir das mal mit. Und können das dann super toll mal anwenden. Wenn wir ganz in einer bedränglichen, argen Notsituation sind. Her damit. So. Dann können wir ihm noch gleich das Dingens hier verkaufen. Den Stab des Frostbisses. Denn der hat jetzt wieder Gold. Super. Dann haben wir jetzt auch keine Waffen mehr, die wir verkaufen können. Und das ist auch gut so. Gewöhnliche Seelensteine, winzige Seelensteine und gefüllt mit armseliger Seele. Okay, das ist ja ganz toll. Ja, nett. Seid ihr der einzige Zauberer in Weißdorf, wo erfahre ich nur über Magie? Seid ihr der Kaiservolk verpflichtet? Was sind die Pflichten eines Hofzauberers? Seid ihr Drachen begegnet? Und was haben wir noch so? Wie werden Waffen und Rüstungen verzaubert? Was wisst ihr über Schreie und was heißt es, ein Drachenblut zu sein? Fragen wir natürlich erstmal das Erste. Ich weiß nicht viel darüber. Ich kenne nur die Geschichten über die alten Helden, die sich der Stimme bedienten, um die Feinde von Himmelsrand zu besiegen. Ah ja. Das heißt, dass einst jeder Kaiser ein Drachenblut war. Das endete jedoch mit Martins Tod in der Oblivion-Krise. Ah ja, Oblivion. Die Graubärte können euch mehr darüber sagen als ich. Sie sind die Meister des Weges der Stimme und haben Tiber Septim höchstpersönlich ausgebildet. Okay, gut. Interessant. Dann werden wir wohl irgendwann sicher auch mal zu den Graubärten gehen müssen. Ach, und wieder die Skyrim-Karte. Ach, nett. Und da unten steht Province of Skyrim. Und dann, keine Ahnung, was da drunter steht, steht ja auf meiner Karte auch.